Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Drinnen 16, Literaturhaus. Das ist kein Bühnenbild. Ich sitze hinten an der Wand, weil es mir zwischen den anderen Gästen zu eng geworden ist. Ich mich hinten an die Wand gelehnt habe, um für mich zu sein, beim Zuhören, beim Denken, als ein Techniker mir diesen Stuhl bringt, den sie nicht sehen. Dann sitze ich da und ich habe diesen Blick und ich höre zu. Was sie auch nicht sehen, ich höre jungen Autorinnen und Autoren der Bayerischen Akademie des Schreibens im Literaturhaus zu. Es ist ihre Abschlusslesung am Ende einer Romanwerkstatt, in der ich gestern zu Gast war, um mit ihnen übers Überarbeiten von Texten zu sprechen, um mit ihnen etwas zu teilen, was sich angesammelt hat an Schreiberfahrungen nach den 7 Büchern, die mich immer wieder selbst überraschen. Ich habe 7 Bücher geschrieben. Das glaube ich dann fast nicht. Aber es ist schon wahr. Doch darum soll es jetzt nicht gehen. Ich sitze also im Foyer des Literaturhauses in München hinten an der Wand und zu meiner Rechten steht eine Bühne, die Sie jetzt auch nicht sehen können. Es stehen Stuhlreihen vor der Bühne, besetzt mit hauptsächlich jungen Menschen und Edgar Selge, dem Schauspieler, der sich sehr für Texte junger Autorinnen interessiert und den Sie jetzt auch nicht sehen können. Aber wenn Sie wissen, wer Edgar Selge ist, dann können Sie sich vorstellen, wie dieser zarte, ältere Mann mit dem kantigen Gesicht aufmerksam zwischen den Zuhörern und Zuhörerinnen sitzt und ich sitze am Rand, absichtlich. Und in mein Ohr dringen nacheinander die Lesungen von 9 Autorinnen und Autoren. Ausschnitte aus Romanen, in denen das Oktoberfest oder ein Campingplatz auf Korsika, eine Landschaft im Osten der Republik oder das Faltengebirge an der Grenze zu Italien, die Räume einer österreichischen Firma, Orte sind, an denen Figuren zu Menschen werden, während vor meinem Auge die Nacht kommt. Die Theatinerkirche und in der Ferne die St. Lukaskirche in der Tierstraße in blaues Licht getaucht werden. Und obwohl es kein Bühnenbild ist, wirkt dieses Leuchten der Türme in der Dämmerung hinein in den Raum, wirkt diese Kulisse hinein in das, was ich höre, wirkt das ganz sicher auf alle Zuhörerinnen und auf Edgar Selge auch. Was es in ihm und in den anderen bewirkt, weiß ich nicht. Aber bei mir führt diese Kulisse immer dazu, dass mein Körper sich beruhigt, dass ich mich fokussiere, dass ich nur noch da bin, wo ich bin, in diesem Literaturhaus-Foyer eben, und nur noch das höre, was mir dort vorgetragen wird. Und es ist, als ob sich über die Kulisse eine andere legt, die in den Texten der Ort der Figuren ist, die darin vorkommen. Draußen und drinnen und ein Text gehen eine schillernde und luzide Verbindung ein. Und vielleicht ist es eine Sache, die Literatur kann, wenn sie stark ist. Sie schafft eine neue Welt in der Welt. Ein Viehtransporter fährt vor, Kühe gehen durchs Literaturhaus, eine Wölfin mit spektakulärem Namen, Individuum GW267F, ein Eistänzer, der eine zu große Nachricht bekommt, um sie überhaupt zu verstehen. Sie alle zusammen bilden sie. Nur zum Beispiel. Wenn Sie mehr von Sandra Hoffmann lesen möchten, ihr aktueller Roman »Jetzt bist du da« ist im Herbst 2023 bei Piper erschienen. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.